Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte dir oder euch heute von einer Begegnung, die ich gestern Abend mit einer Taube hatte, berichten. Weil mich das einfach auch so ein bisschen berührt hat mal wieder und auch um dir weiterzugeben, zu zeigen, auf welche Art und Weise das Universum uns Botschaften, Informationen schickt. Wenn wir sie denn annehmen, wenn wir denn da sind, wenn wir denn präsent sind und wenn wir es denn auch möchten, dass wir es dann eben so deuten können. Und zwar geht es hintergründig im Grunde genommen um Krafttiere. Ich weiß nicht wann, vor einigen Jahren bin ich zum ersten Mal so auf das Thema aufmerksam geworden, dass es Krafttiere gibt, die einen begleiten. Das kommt so ein bisschen aus dem Schamanischen und so kann man jedem Tier auch eine spezielle energetische oder ein speziell energetisches Thema zuordnen. Und ich hatte da in den vergangenen Jahren schon mit mehreren Krafttieren, also hier auch jetzt so physisch, sag ich mal, jetzt nicht nur im geistigen Bereich Kontakt. Es gibt ja auch so Krafttierreisen, wo man einfach in der Meditation Kontakt aufnimmt zu seinem Krafttier, das dann einfach zu einem kommt. Also in der Richtung habe ich eigentlich noch nichts gemacht, sondern ich sehe das eigentlich mehr hier so, wenn ich so besondere Begegnungen mit Tieren habe, dass ich da einfach schon mal schaue, was ist das für eine Bedeutung, die sich dahinter verbirgt. Und das war vor ein paar Jahren mal eine Fledermaus, die zu mir gekommen ist. Da habe ich dann einfach geschaut, um was es da geht, welche Botschaft sich für mich dahinter verbirgt. Da ging es darum, dass ich mich mehr zeige, mehr in der Öffentlichkeit zeige und ja, den Mut habe, mehr da aus dem Dunkel ins Licht zu kommen, ins Licht zu gehen, also mich da zu zeigen, nicht Licht in diesem Sinne, sondern ja, mich einfach mehr zu zeigen. Das hat mir die Rückenstärkung gegeben, mit der Mentalpraxis da im Internet mich publiker und bekannter zu machen. Dann kam das Thema Lebensfreude zu mir in Form eines Wellensittiches, den eine Nachbarin mir gebracht hat, der so am Abkratzen war, sag ich mal, den ich aufgepäppelt habe und der seitdem hier bei uns lebt. Den hast du bestimmt in dem ein oder anderen Video schon mal im Hintergrund zwitschern hören. Ja, und gestern Abend hat mein Sohn mich gerufen, er war hinterm Haus und hatte eine Taube gefunden, die wohl nicht mehr flugfähig war. Und ja, ich bin dann hingegangen und habe die Taube, habe mir ein Handtuch über den Schoß gelegt, habe die Taube geholt. Mein Sohn hatte sie auch schon in Händen und ich habe sie dann übernommen und habe da eine Energieübertragung gemacht mit der Taube. Und habe da in dem Moment eine so starke Energie gespürt, die im Wechsel quasi geflossen ist, zum einen zu mir zur Taube, aber auch von der Taube zu mir. Also ich mache ja viel Energiearbeit, aber so eine besonders starke Energie, wie ich sie da gestern bei dieser Taube im Austausch wahrnehmen konnte, da war ich total berührt, da sind mir auch so vor Rührung und Demut im Grunde genommen so ein paar Tränen die Wangen runtergelaufen. Und ich habe einfach nur diese ganz starke Energie gespürt, die Taube, die ist auch wie in so einen Trancezustand gekommen, die Augen geschlossen, ab und zu hat sie mich mit einem Auge mal so angeguckt, aber überwiegend die Augen geschlossen, Kopf so zur Seite gelegt. Ich habe leider keine Bilder, wir saßen mit der ganzen Familie um die Taube herum. Ich hatte sie eben auf dem Schoß und wir waren einfach nur in Gedanken bei diesem Tierchen, was da jetzt los ist, ob es überlebt oder ob es sich gerade dabei ist zu verabschieden aus dem Körper. Deshalb ist keiner von uns auf die Idee gekommen, da irgendwie Kamera zu nehmen und Foto zu machen. Ja, und sie war, wie gesagt, wie in so einem zum tranceartigen Zustand. Eine starke Energie war zu spüren, aber da sie sich so total darauf auch eingelassen hatte und in so, ja, den Kopf so zur Seite gelegt hat, die Augen auch nicht mehr so richtig aufgemacht hatte, bin ich dann einfach von ausgegangen, sie ist vielleicht irgendwie verletzt und sollte jetzt zu mir kommen, damit ich sie vielleicht auch begleite, den Körper zu verlassen und dass sie keine Schmerzen mehr hat und sowas. Naja, nach einer Weile, ich weiß nicht,
gefühlte halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht war es weniger, vielleicht war es nur eine Viertelstunde, ich weiß es nicht mehr. Haben wir das Täubchen dann in eine Decke eingehüllt und an einen sicheren Ort gestellt, wo sie dann heute Nacht eben geblieben ist. Also es war schon dunkel und ich gehe mal von aus, nachts fliegen die Tauben nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir sie dann heute dort übernächtigen lassen. Sie ist auch so in diesem Zustand, wie ich sie aus der Hand rausgenommen habe und sie hingehockt habe, in diesem Zustand ist sie da auch verharrt. Also sie war ja wie in einer Trance. Und heute Morgen früh, als ich aufgestanden bin, es war so 16:45 ungefähr, bin ich gleich zu ihr. Da war sie quasi aufgestanden schon, um es mal so auszudrücken. Saß im Gras neben dieser Decke, neben diesem Behältnis, wo wir die Decke heute Nacht reingelegt haben und die Taube eben auch reingelegt haben. Guckte mich an, hatte ganz wache Augen und ich habe sie dann noch einmal zu mir genommen, in die Hand genommen, habe noch mal kurz eine Energieübertragung gemacht und dann ist sie losgeflogen. Dann ist sie losgeflogen und ja, hatte ihre Freiheit wieder, war ja hellwach, topfit und voll guter Energie. Und ja, ich habe dann natürlich auch mal gegoogelt, was so die energetische Bedeutung von einem Krafttier Taube ist. Und habe da viele interessante Dinge einfach gelesen. Zum einen passt so sehr auf meine derzeitige Situation, da ich ja dabei bin, jetzt immer mehr ortsunabhängiger zu arbeiten, auch zu reisen. Ganz ortsunabhängig zu reisen, das wird noch ein bisschen dauern, einfach aus familiären Gründen. Aber langfristig, so in 2 Jahren, ist das auf jeden Fall geplant. Nur die 2 Jahre jetzt, da werden wir zwischendrin einfach nur mal kurzzeitig unterwegs sein. Und so habe ich eben auch gelesen, dass die Taube dafür steht, dass man sein Leben aus der reisenden Perspektive betrachten solle. Das fand ich einfach aufgrund meiner derzeitigen Lebenssituation ganz interessant, dass dieses Täubchen da zu mir gekommen ist. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass die Taube ein Symbol für eine, eine wunderbare Zukunft stellvertretend steht. Und ich starte oder bin ja jetzt auch in eine neue Zukunft gestartet, habe einen neuen Weg angefangen zu gehen und beobachte da auch immer wieder, wie der Denker, der Verstand da nochmal Zweifel schickt, zwar nur so ansatzweise, ich gehe damit nicht in Resonanz, also die Ängste haben mich da nicht inne, aber ich beobachte es einfach und sage auch meinem Denker, das ist jetzt eine neue Situation für dich und du darfst jetzt weiter mit mir beobachten, wie wunderbar das alles wird. Aber das war jetzt für mich nochmal so ein bisschen in der Richtung eine rückenstärkende Botschaft vom Universum, dass mir diese Taube geschickt hat, mit der Botschaft, die ich da einfach gelesen habe, dass eine ja, wunderbare Zukunft vor einem liegt und dass der Weg einem geebnet wird und gezeigt wird und dass der Weg einfach das Ziel ist. Und so möchte ich dich mit dieser kleinen Geschichte hier jetzt einfach mal, die mir gerade begegnet ist, auch inspirieren, mal zu schauen, mit welchen Tieren du besondere Begegnungen hast. Vielleicht jetzt auch erst, nach diesem Video, nachdem du das geschaut hast, vielleicht fällt dir das da erst auf, vielleicht siehst du irgendwo ein Eichhörnchen hocken, das dich ganz besonders anschaut oder hast eine Begegnung mit Hund, Katze oder mit einem Raben, keine Ahnung. Dann google doch einfach mal, gib mal Krafttiere ein und ihre Bedeutung oder energetische Bedeutung von Krafttieren. Und vielleicht fühlst du dich hier eingeladen, jetzt auch mal auf die Art und Weise Botschaften von deinem höheren Selbst, vom Universum, von der Quelle allen Seins, wie auch immer man diese Instanz nennen möchte, da anzunehmen, zu deuten und zu deiner eigenen Rückenstärkung mit aufzunehmen. Okay. Wird es Zeit, dass ich was trinke. Es ist noch recht früh. Ich habe zwar schon ein Glas Wasser getrunken, aber jetzt so viel schon gesprochen, ja, dass ich jetzt meinen Wasserhaushalt noch mal weiter auffüllen darf. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schick dir eine herzliche Umarmung. Ich wünsche dir
Viel Freude und Inspiration mit deinen zukünftigen Krafttieren. Alles Liebe für dich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard.